In der Gebäudeelektroinstallation realisieren wir die Stromversorgung mit unterschiedlichen Netzsystemen. Vor allem das Netzsystem S oder TNCS. Früher wurde auch TNC-Netzsystem, Netzform, installiert. Heutzutage werden mehr, wenn es um finanzielle, um Wirtschaftlichkeit geht, ist natürlich das TNCS-Netzsystem am optimalsten, weil der Stromversorger von der Ortsnetzstation, wo die Trafostation sich befindet, 4 Leitungsadern zum Gebäude, zum stromversorgenden Gebäude verlegen braucht. Bei TNS-Netzsystem müsste er 5 Leitungsadern zum Gebäude verlegen. Bei einem TNCS-Netzsystem verlegt er zuerst mal 4 Leitungsadern, die haben einen großen Querschnitt, und im Haus, im Kellerraum, im Gebäude, im Hausanschlusskasten wird der eine Leitungsader, der PEN-Leiter, der sogenannte PEN-Leiter, in Neutralleiter, Leitungsader und in den Schutzleiter, Leitungsader getrennt. Das heißt, es wird hier separiert. Und zwar deshalb auch S. Und der PEN-Leiter kombiniert die Funktion von dem Schutzleiter PE und dem Neutralleiter. Früher wurden auch komplett 4 Leitungsadern für das ganze Gebäude Elektroinstallation angewendet. Das heißt, diese Trennung von Neutralleiter und dem Schutzleiter erfolgte im Hausanschlusskasten nicht, sondern der Stromversorger hat 4 Leitungsadern zum Hausanschlusskasten, zum Gebäude verlegt, und auch im Haus, im Gebäude wurden diese 4 Leitungsadern dann auch angeschlossen. Das heißt, die Phasen L1, L2, L3 und der PEN-Leiter. Und wir hatten dann komplett einen TNC-Netz im ganzen Gebäude Elektroinstallationssystem. Dies wurde jetzt aufgrund der Entwicklungen, der fortschreitenden Entwicklung und von neuen Geräten, die dann als Schutzeinrichtungen dann hervorkamen, wie der FI-Schutzschalter. Der FI-Schutzschalter wird ja vor den Leitungsschutzschaltern eingebaut und ist dann für den Personenschutz bei Körperschluss, bei Erdschluss dann auch relevant und wichtig. Und durch den FI-Schutzschalter, durch den Einbau des FI-Schutzschalters, müssen wir den PEN-Leiter in Neutralleiter und Schutzleiter trennen, damit wir dann an den FI-Schutzschalter den Neutralleiter dann auch einzeln verdrahten können. Das würde jetzt bei dem PEN-Leiter, wenn wir es komplett mit einem TNC-Netzsystem unser Gebäude installieren würden, dann wäre der FI-Schalter, der Einbau vom FI-Schalter unrelevant, der würde keine Funktion haben, weil der einfließende Strom gleich dem herausfließenden Strom wäre. Beim Körperschluss zum Beispiel, beim Erdschluss. Deshalb, aufgrund der fortschreitenden Entwicklung, wurde das TNC-Netzsystem bis zum Hausanschlusskasten noch installiert, war noch erlaubt, aber ab dem Hausanschlusskasten wird der PEN-Leiter nicht mehr einzeln verlegt, sondern es wird getrennt zwischen dem Neutralleiter und dem Schutzleiter.